Raketen auf Tel Aviv. Seit Tagen schreiben die Zeitungen Israels über die Drohungen aus dem Iran. Nicht nur 35 amerikanische Militäranlagen warnen die Generäle in Teheran, sondern auch Tel Aviv sei im Visier der iranischen Armee. Doch auf den Straßen und Märkten Tel Avivs keine Spur von Panik. Man gibt sich selbstbewusst und kämpferisch. Die werden sich nie trauen, uns zu beschießen. Das wäre ein riesiges Tohuwabohu. Wir würden 10-mal so viele Raketen zurückschicken. Die werden sich das sehr gut überlegen. Schließlich haben wir die stärkste Armee im ganzen Nahen Osten. Und wer weiß, vielleicht schlagen wir ja sogar zuerst zu. So eine Riesendrohung ist das nicht. Aber dass der Libanon sich einmischt, das ist eine andere Geschichte. Der Libanon, das heißt für Israel die Milizen der Hisbollah. Ein verlängerter Arm des Irans. 120.000 Raketen hat sie auf Israel gerichtet. In der Universität von Tel Aviv glauben Nahostexperten, wenn der Iran wirklich Israel angreift, dann durch eben diese Hisbollah. Und falls die Hisbollah tatsächlich vom Iran den Befehl bekommt, ihre Raketen auf Israel zu feuern, dann wäre das ein Casus Belli. Auf das Zentrum Israels so eine Masse von Raketen regnen zu lassen, das würde den Iran sein Regime kosten. Es wäre ein Krieg bis zum bitteren Ende, den der Iran verlieren würde. Doch noch etwas bereitet der Knesset in Jerusalem Kopfzerbrechen. Es ist das iranische Atomprogramm. Bisher hatte sich Teheran verpflichtet, kein Uran für eine Atombombe anzureichern. Nach dem Attentat an Soleimani aber verkündeten die Ayatollahs, sie würden ab sofort wieder Uranium anreichern. Und Israel droht seit Jahrzehnten, die Nuklearanlagen Irans zu bombardieren, bevor Teheran in der Lage ist, eine Atombombe zu bauen. Ich sehe nicht, dass Israel den Iran in der jetzigen Situation noch militärisch angreifen kann. Dieser Zug ist seit 15 Jahren abgefahren. Der Iran hat schließlich die wissenschaftliche Kapazität und Intelligenz, zu verstecken, was er zu verstecken hat. Er ist ein störrischer und harter Gegner. Das Fazit in Tel Aviv: Im Schlagabtausch zwischen Donald Trump und den Ayatollahs bleibt Israel am besten außen vor, solange es nicht zum Ernstfall kommt. Sollte sich Teheran tatsächlich dazu entscheiden, Tel Aviv anzugreifen, würde das die gesamte Region in einen Krieg mit unvorhersehbaren Folgen stürzen.